Motiv liegt darin, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, was in Ihrem Namen getan wird und gegen Sie eingesetzt wird. Die amerikanische Regierung hat in einer Verschwörung mit ihren Satellitenstaaten, insbesondere mit den Five Eyes, Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland und in den USA, der Welt ein System geheimer, alles durchdringender Überwachung aufgezwungen, von dem es keine Trennung mehr gibt. Man muss sich vergegenwärtigen, dass die Politik dem Wandel der Zeit unterliegt und sogar die Verfassungsgrundsätze untergraben werden, wenn es das Begehr der Mächtigen ist. Wenn der Staat jetzt auf breiter Basis anfängt, Gespräche zu belauschen und Nachrichten abzufangen, jegliche Kommunikation kontrolliert, ohne jede Garantie, ohne jeden Verdacht, ohne jegliches Rechtsmittel oder den Nachweis eines möglichen Grundes, dann muss man sich fragen, ob es wirklich um den Schutz der nationalen Sicherheit geht oder um den Schutz der Staatssicherheit. Ich hatte zunehmend das Gefühl, dies würde potenziell von immer mehr Menschen ähnlich erlebt, dass hier ein System als Behörde für nationale Sicherheit bezeichnet wird, das nicht das öffentliche Interesse vertritt, sondern zunehmend die Interessen der staatlichen Sicherheit schützt und fördert. Schließen sich der Open-Source-Community an. Kämpfen Sie darum, den Geist der Presse am Leben zu erhalten und die Freiheit des Internets zu bewahren. Ich kenne die dunkelsten Winkel der Regierung. Was sie fürchtet, ist das Licht. Wenn wir an die Nation denken, dann denken wir an unser Land und unsere Heimat. Wir denken an die Menschen, die in diesem Land leben und an die Werte, für die es steht. Der Staat ist dagegen nur eine Institution. Der Unterschied besteht darin, dass die Institution, um die es hier geht, so mächtig geworden ist, dass sie sich neue Rechte herausnimmt, ohne dass das Land oder die Öffentlichkeit und auch die gewählten Vertreter des Volkes und die Gerichte einbezogen werden. Das macht Angst. Mir jedenfalls. Bereit sein, das notwendige Risiko einzugehen, aufzustehen und dafür zu kämpfen, dass sich etwas ändert. Man wird die Politiker nicht zwingen, tatsächlich für die Interessen der Bürgerinnen und Bürger einzutreten. Es wird in den kommenden Monaten und Jahren noch schlimmer werden, bis es dann irgendwann zum politischen Wandel kommt. Nur die Politik kann die Überwachung statt Einhalt gebieten. Alles nur derselbe Schnee. KGB.